nicht, gib mir das Spielzeug. Das ist nichts für ängstliche Kinder wie dich. Wednesday, aber du hast Rosa. Jemand muss mich retten. Noch ein Vorfall und ich rufe eure Väter in die Schule. Ruhe! Ich hasse Lärm. Meine Ohren. Ich beschlagnahme Mommy Longlegs. Keiner von euch wird sie bekommen. Da gehört es hin. Endlich ist es ruhig im Klassenzimmer und ich kann den wunderbaren Geschmack meines Lieblingskaffees genießen. Oh, mein Magen. Ich beobachte dich. Wir werden uns gut benehmen. Klar. Ist es Zeit für einen Streich? Los geht's. Ihr Lieblingskaffee ist serviert, Herr Meyers. Verschütten Sie ihn nicht. Zum Glück hat die Lehrerin Aloe im Klassenzimmer. Ihr Saft ist toll, um die Haut der Hände zu pflegen und mit Feuchtigkeit zu versorgen. Herr Meyers sollte uns auch danken. Gemeinsam lassen sich die beiden Rebellen die ungewöhnlichsten Methoden einfallen, um sich über einen Lehrer lustig zu machen. Also das war nicht mein Rücken. Hast du wieder was vor? Ihr seid sehr fleißig. Zu fleißig. Ich werde den Moment genießen. Mein Kaffee. Ist es dein Werk? Oh, oh. Klebt meine Hose am Stuhl fest? Wie soll ich jetzt meinen Kollegen gegenübertreten? Warum ist da Schleim? Oh, nicht das Porträt. Oh. Du. Du bist ein Teil des Bildes geworden. Was hältst du von Feuchtigkeitscreme für die Hände? Ihr zwei Rüpel habt genug gespielt. Ich rufe eure Väter in mein Büro. Ups. Nur nicht das. Das ist Annets Vater, der reiche Mr. Sinclair. Es ist schon lange her, dass ich in der Schule war. Ich werde nostalgisch. Wie bitte? Annette ist eine Verliererin? Das ist doch nicht wahr. Wer könnte so einen Blödsinn schreiben? Ich glaube, ich weiß es. Keine Lehrer? Lass alle in der Schule wissen, wer hier der größte Verlierer ist. Hey, was machst du da? Nichts. Was? Die Elfen haben mich dazu gezwungen. Keine Bewegung, junge Dame. Bitte bring mich nur nicht zum Schulleiter. So grausam bin ich nicht. Ich habe einen Job für dich. Interessiert? Was muss ich tun? Nichts Kompliziertes. Hört mal her. Wenn niemand hinsieht, legst du das hin. Wer ist das? Sieht so aus, als hätte die Schule einen neuen Gast. Mr. Addams, auch bekannt als armer Mann. Wow. Autsch. Was für ein schreckliches Wetter. Es ist genau wie in der Highschool. Lange nicht mehr gesehen, Mr. Addams. Ich helfe Ihnen. Du wurdest aufgerufen, Sinclair. Offenbar haben sich unsere Töchter gut verstanden. Oh, hey, Thing. Nette Maniküre. Versteck dich erstmal. Sollen wir gehen? Vielleicht werden die Mädchen für ihre Noten gelobt. Sie sind auf der Ehrentafel. Nein, sie sind die größten Störenfriede. Nicht das, was ich erwartet habe. Da bist du ja endlich. Komm bitte in mein Büro. Ich habe ein ernstes Gespräch mit dir. Was soll das denn heißen? Annets Vater ist so großzügig. Ich habe mich geirrt. Sie ist wirklich die Beste. Was für ein Chaos hast du angerichtet? Ich weiß nicht. Du bekommst eine harte Strafe. Wo gehst du denn hin? Was für eine Frechheit. Gut gemacht. Folge mir. Ich rieche schlechte Nachrichten und ich vertraue meinem Werwolfssinn. Und Herr Meyers muss eine schwere Stufe des Narzissmus haben. Meine Großtante hatte das auch. Ja, der Schulleiter ist auch ein Perfektionist. Ich kann verstehen, warum er so streng ist. Das brauche ich vielleicht später. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich wurde aufgehalten und musste die Schüler zurechtweisen. Sie sprechen einen halben Ton höher, als sie sollten. Irgendwas stimmt da nicht. Ich bin mir sicher, dass der Schreibtisch anders aussah, als ich ging. Sag mir, was auf meinem Schreibtisch fehlt. Wir haben keine Ahnung. Ehrlich gesagt, wir haben nichts angefasst. Es ist etwas verschwunden, aber ich kann nicht herausfinden, was es ist. Schreibe in die Kommentare, welcher Gegenstand fehlt. Jetzt lasst uns über das Verhalten eurer Töchter sprechen. Oh nein, das stinkt nach Armut. Das ist eine Qual für meinen empfindlichen Geruchssinn. Gut, dass ich ein Anti-Armutsspray dabei habe. Ich will nicht wie ein Snob riechen. Oh nein, jetzt kommt die Rotzattacke. Versteck dich. Oh oh. Hatschi. Dem bin ich ausgewichen. Oh nein. Oh ja, ich habe vergessen, was für einen Schirm ich hatte. Tut mir leid, ich bin allergisch gegen Glitzer. Oh danke, eine freundliche Hand. Ah. Hallo. Sie spricht auch? Ah. Oh nein, nicht schon wieder. Autsch. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Huh? Du hast Nachsitzen. Ups. Was für eine Wendung. Oh, Daddy, du bist auch hier? Was haben sie mit dir gemacht? Mr. Sinclair, kommen Sie an die Tafel. Ich? Na gut. Schreiben Sie den Satz, ich werde meiner Tochter ein gutes Beispiel geben. 1000 Mal. Ist das notwendig? Und ich kann einfach an meiner Erfindung arbeiten. Benimm dich. Und ich werde mir in der Zwischenzeit eine neue Strafe ausdenken, also lass mich in Ruhe. Du schaffst das schon. Es ist alles unter Kontrolle, Schatz. Ich brauche einen Hinweis. Die Lösung liegt auf dem Tisch. Danke, ich hab's. Gut, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir sie neutralisieren können. Ich habe auf jeden Fall etwas Nützliches dabei. Das nicht? Das auch nicht? Das wird nicht helfen? Und wozu brauche ich es? Oh, ich hab's gefunden. Genau das, was ich brauche. Jetzt kann er sie nicht mehr anziehen und wird nichts mehr sehen. Also werde ich meine Zeit nicht verschwenden. Das wird schon reichen. Ich bin fertig. Was? Das war's? Ich hatte so einen schönen Traum. Ich habe getan, was du wolltest. Ich kann nichts sehen. Seltsam, warum kann ich meine Brille nicht öffnen? Ich habe dir gesagt, dass es funktioniert. Oh, was? Hast du gedacht, du könntest mich austricksen? Das ist nur ein Missverständnis. Vielleicht können wir einen Deal machen. Ich lasse mich nicht bestechen. Ach, meine armen, empfindlichen Ohren. Was für eine Fledermaus. Wir sollten das alles noch einmal machen. Nun, ich hab's. Das war's dann wohl. Psst, der Teleporter ist bereit. Es ist Zeit, von hier zu verschwinden. Endlich. Annette, bist du bei uns? Wow, wo führt uns das hin? Weg von hier. Lege deine Hände auf den Knopf, damit es funktioniert. Ich hoffe, wir fahren nach Hawaii. Wo sind wir? Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Oh, interessant. Sind wir im Knast? Neue Nachbarn? Zeigen wir ihnen, wer hier das Sagen hat. Hey, Loser. Beeil dich und repariere es. Teleportiere uns. Puh, ich habe mich fast erschrocken. Bruder, wir sind frei. Aber was ist das für ein Ort? Eine 6 für Benehmen. Setz dich hin, sofort. Ja, Sir. Er ist schlimmer als der Gefängnisdirektor. Wie sollen wir hier rauskommen? Wir sitzen für immer fest. Wir sind am Arsch. Was habe ich dieses Mal falsch gemacht? Du bist hoffnungslos. Ich glaube, ich habe es repariert. Bitte hör auf. Sind wir wieder in der Zelle? Was für eine Freude. Hier ist es viel besser. Wir sind wieder in der Schule. Der Schulleiter ist nicht da und es ist 7 Uhr abends. Wir sind also frei. Ich werde mal nachsehen. Die Tür ist verschlossen. Das bedeutet nur eins. Herr Meyers ist nach Hause gegangen und hat uns über Nacht verlassen. Aber auch nachts erleben der reiche Sinclair und die arme Familie Addams eine Überraschung. Die Schule ist jetzt leer. Das ist die perfekte Gelegenheit für mich. Jemand führt etwas im Schilde. Es ist abgeschlossen. Hast du Angst, dass jemand die Marker klaut? Oh, ich weiß, was zu tun ist. Nägel für alle Fälle werden mir helfen. Könnten es Räuber sein? Wir müssen vorsichtig sein. Erledigt. Es ist besser, wenn wir keinen Lärm machen. Und die Schule ist nachts noch gruseliger als tagsüber. Ich schaue eine Weile zu, so wie Papa es mir beigebracht hat. Perfekt, alle Plakate sind aufgehängt. Vielleicht bekomme ich ja eine Extrazahlung. Wer ist da? Du sitzt in der Falle, Dieb. Ah, fass mich nicht an. Wo rennst du hin? Jemand wird gefoltert? Lass mich gehen, bitte. Was ist hier los? Wir haben viel verpasst, während wir geschlafen haben. Gehst du weit weg? Vor dem Schicksal kann man nicht davonlaufen. Annette ist die Beste? Mami, ich habe Angst. Wednesday, warte. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Oh, das ist ein kleines Missverständnis. Lass sie gehen. Retten Sie mich, Mr. Sinclair. Ich mag diese Plakate nicht. Ich bin auch nicht zufrieden mit Ihnen. Sieh mich nicht so an, das macht mir Angst. Oh, ich habe einen Vorschlag, wie wir das in Ordnung bringen können. Psst, wirst du tun, worum ich dich bitte? Geld im Voraus. Ja, kein Problem. Oh, ich werde mein Bestes tun. Kaffee ist das Einzige am Morgen, was mich nicht nervt. Wednesday und Annette sind die Besten? Hast du das Band? Wie könnte ich das vergessen? Keine Sorge, Miss Wheeler, es tut nicht weh. Sieh sie dir nur an. Wednesday und Annette sind kleine Kinder. Und sie scheinen schelmisch zu sein. Ah, wow, mein Haar. Ah! Wir müssen ihr helfen. Bewegen Sie sich nicht, Miss Wheeler. An der Nevermore Academy wird ein solches Verhalten streng bestraft. Polizei! Keine Bewegung. Ich bin von der Abteilung zur Bekämpfung der frechsten Kinder. Wer hätte gedacht, dass ein einfacher Streich zu so etwas führen könnte? Wednesday, wo warst du so lange? Miss Wheeler schläft zu viel. Wednesday und Annette sind noch zu jung, um allein ins Gefängnis zu gehen. Deshalb müssen ihre Mütter ihnen Gesellschaft leisten. Was für eine gruselige Zelle. All dieses Netz und seine achtbeinigen Bewohner. Haben die hier einen Regenbogen in die Luft gejagt? Von diesen grellen, billigen Farben wird uns beiden schlecht. Auf keinen Fall werden Wednesday und ihre reiche Mutter diese Zelle je mögen. Mama, was sollen wir tun? Ich habe eine Idee. Hey, Annette, komm her. Nichts anfassen. Ich schlage einen Zellentausch vor. Nimm das Geld und überlass uns die Spinnen. Dieser farbenfrohe Albtraum passt eindeutig besser zu dir. Nun, dem kann man kaum widersprechen. Annette, wir ziehen um. Hier gefällt es mir besser. Wir haben noch einiges zu tun. Schön. Lass es uns noch schöner machen. Es ist Zeit, mit deiner Umerziehung zu beginnen. Ich werde nicht gehen. Doch, das wirst du. Bildung ist wichtig. Und natürlich, Annette, benimm dich und lerne alles, was Officer Wallace sagt. Kommt schon, Mädels. Ja, sieht billig aus. Die reiche Mutter Wednesday muss solch eine schlechte Einrichtung einfach hassen. Aber sie weiß, wie man das ändern kann. Teures Gothic-Dekor wird dafür sorgen, dass sich die Mädchen wie zu Hause fühlen. Und der letzte Schliff. Jetzt kannst du hier wohnen. Der armen Mutter Annette macht es auch nichts aus, ihre Zelle in Ordnung zu bringen. Schade, dass ihr nicht dieselbe Magie zur Verfügung steht, aber Fantasie schon. Man kann nicht zu viele bunte Farben haben. Ich nehme nur etwas Zahnpasta. Das wird eine ganze Menge sein. Dann geben wir etwas Wasser dazu. Jetzt gut umrühren. Und fertig. Nur Annette konnte die Regenbogenfarbe für die Einrichtung des Gefängnisses auswählen. Jetzt haben wir unseren eigenen Regenbogen. Ah, schön. Meine Tochter wird es lieben. Jetzt ist es perfekt. Zeit, etwas Licht zu machen. Aber nicht mehr lange. Keine Sorge, das ist keine Flucht, sondern nur ein kleiner Streich für unseren Nachbarn. Mond. Ah! Hey, willst du einen Snack? Fang ihn. Hoffen wir mal, dass Annette sich nicht gleich in der Zelle in einen Werwolf verwandelt. Nee. Hey, das sind Beweise, kein Spielzeug. Leg sie weg und lass uns mit dem Unterricht weitermachen. Nun, es ist schwer, diese Mädchen umzuerziehen. Deine erste Aufgabe lautet, 5 Jahre plus 7 Jahre ist gleich... Deine Antwort? Hey, nimm den Hörer ab. Jetzt. Tut sein Ohr weh? Ich sagte, nehmt den Hörer ab, ihr kleinen Kriminellen. Wednesday, vielleicht sollten wir ihm einfach antworten. Nein, das würde den Unterricht langweilig machen. Es ist genau dort das Telefon, nimm es ab. Sonst bekommst du eine Menge Ärger. Wir verstehen es nicht. Das ist nicht klar. Es sieht so aus, als wäre die erste Lektion im Gefängnis schon vorbei, bevor sie überhaupt begonnen hat. Hey, wo willst du denn hin? Komm zurück, sofort. Na, wie gefällt dir unsere Zelle, Annette? Jetzt ist es unser Stil. Was denkst du, Wednesday? Schreckliche Arbeit, Mama. Ich mag es. Das ist mein Lieblingsfoto. Sieh an, da hat aber jemand Hunger. Officer Wallace, es wird Zeit, dass wir einen Happen essen. Das Abendessen ist serviert. Guten Appetit. Wow, das kannst du den Werwölfen nicht servieren. Naja, wenigstens etwas. Nun, die Mädchen können nicht hungrig bleiben, richtig? Aber weiß jemand, wie man diese Haferflockenbausteine isst? Das esse ich nicht. Versuch dir vorzustellen, dass das ein Huhn ist. Oh, was sollen wir tun? Was für ein Duft. Lecker. Es ist kein Donut, aber trotzdem lecker. Es ist Zeit für ein Nickerchen. Dies ist eine großartige Gelegenheit, die unwiderstehliche Vorliebe des Officers für Süßigkeiten auszunutzen. Ups, puh. Nur scheint sich diese Liebe als so stark herausgestellt zu haben, dass diese neue Dose Schlagsahne bereits leer ist. Ich habe eine Idee. Wer ist da? Hurra, ich liebe Schlagsahne. Warte, lass uns unsere Geschmacksnerven trainieren, indem wir mit geschlossenen Augen essen. Okay, und jetzt los. So lecker. Ich präsentiere euch unser typisches Gericht. Gefängnishaferflocken. Das ist ekelhaft. Das habe ich auch erwartet. Aber du brauchst dich nicht aufzuregen. Wir haben ein spezielles Menü für reiche Gefangene. Bitte, Madame und Mademoiselle, wählen Sie, was Ihr Herz begehrt. Wenn Sie es haben, natürlich. Auf jeden Fall alles für Ihr Geld. Offensichtlich war die Mutter von Wednesday nicht beeindruckt von dem reichen Menü. Schließlich sind diese Mädchen nicht wie gewöhnliche reiche Leute, was bedeutet, dass sie besondere Vorlieben haben. Ein Netz mit einer Spinne anstelle von Sahne und einem Goldbarren anstelle von Käse? Das stimmt, nur die Addams Family würde dieses Gericht mögen. Das kann ich mir nicht ansehen. Ich brauche wirklich etwas, was mich ablenkt von diesem... Oh, ich habe vergessen, die Seite abzureißen. Bei so einem stressigen Job ist es kein Wunder, dass ich Gedächtnislücken habe. Freitag der 13. ist ein besonderes Datum für unsere Gefangenen. Das hätten wir fast vergessen. Enid, ist alles bereit? Sicher, es ist gut, dass wir uns im Voraus vorbereitet haben. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mädchen. Ein besonderer Kuchen für besondere Kinder. Wir müssen ihn nur in 2 Hälften teilen. Halt! Scharfe Gegenstände sind im Gefängnis verboten. Ich konfisziere das. Aber wie soll ich es nun schneiden? Ich habe eine Lösung. 1 Minute. Erledigt. Versuch das. Es sollte funktionieren. Wow, danke. Ich hoffe, es gefällt dir. Annette, das ist deine Hälfte. 100% dunkler Schokoladenkuchen für Wednesday. Und ein fluffiges Erdbeerplätzchen für Annette. Ich habe ein Geschenk. Das ist für dich, Tochter. Wow, marokkanische Ringelwürmer. Ich wusste, dass sie dir gefallen würden. Klar, es gibt nur noch 50 von ihnen auf der Welt. Nun, jetzt sind es nur noch 20. Warte hier. Ich habe noch mehr für dich. Fantastisch. Sie sind schwarz. Danke, Mama. Das ist noch nicht alles. Sie ist so schön. Auf Bestellung. Ich liebe sie. Nicht gucken. Jetzt mach die Augen auf. Tada! Wow, ich habe so lange von einer Barbie-Puppe geträumt. Danke, Mama. Oh. Ups. Das ist okay, das liegt in unserer Natur. Ich habe eine Idee. Annets mittellose Mutter würde sich niemals eine neue Puppe für ihre Tochter leisten können. Wow, interessant. Aber sie kann alles mit ihren eigenen Händen machen. Bei ihr kannst du lernen, wie man jede Frisur macht. Magst du sie? Und ob? Meine kleine Schlange hat dir die Puppe gefallen. Ich werde mich immer an das Gute erinnern. Der Spaß hört hier nicht auf. Du wirst mit Wednesday spielen. Ich tue alles, was du willst. Und jetzt steck das Schloss hier rein. Ja, genau so. Und dieses hier. Gut gemacht. Hurra! Jetzt weiß ich, wie man Zöpfe flechtet. Nun, die Puppe mit der Frisur von Wednesday ist realistischer. Der arme Officer Wallace wurde sogar ohnmächtig vor lauter Stress. Bin ich noch am Leben? Bin ich im Himmel? Mal sehen. Nein, es ist eher so, dass ich in einer lebenden Hölle bin. 5000, 10, 20... Ein Cocktail für einen VIP-Häftling. Hier ist dein Geld. Okidoki. Warte, ich kann dir noch mehr anbieten. Wow, schön. Es kann alles dir gehören, wenn du mich entkommen lässt. 100, 200. Es tut mir leid, Ma'am, aber ich kann nicht. Ansonsten bin ich fertig. Einen schönen Tag noch. Ein hässlicher Schnurrbart. Ich werde mir trotzdem etwas einfallen lassen. Glaubt Officer Wallace wirklich, dass Wednesday so einfach aufgeben kann? Er sollte diese gerissene Frau nicht unbeaufsichtigt lassen. Nur naive kleine Mädchen wissen nicht, wie man Fingerabdrücke nimmt. Ich habe das gelernt, als ich 6 Jahre alt war. Und mit dem Geld, das ich habe, kann ich mir auch im Gefängnis alles kaufen, was ich brauche. Und außerdem brauche ich hier nichts super Teures. Außer etwas Goldstaub. Du willst ihn vielleicht nicht, aber ich schon. Im Gegensatz zu meinem Unwillen, den Bund der Ehe einzugehen. Ich werde niemals heiraten. Niemals. Ich habe Wichtigeres zu tun. Hey, wie bist du rausgekommen? Auf Wiedersehen. Hallo. Gehen Sie zurück in Ihre Zelle, Lady. Und keine Ausbrüche mehr. Es ist noch nicht vorbei. Ich werde einen Weg finden, du wirst schon sehen. Mama. Du hättest nicht damit prallen sollen. Annette scheint auch an etwas dran zu sein. Wir haben ein gewöhnliches Schloss. Das heißt, wir brauchen einen gewöhnlichen Hauptschlüssel. Die Nagelfeile wird's schon richten. Meine Werwolfkrallen helfen mir immer. Und wer sagt jetzt, auf Wiedersehen? Dieses Schloss ist schwieriger zu knacken, als ich dachte. Macht nichts, ich habe noch 9 Krallen übrig. Jetzt habe ich nur noch 5. Plan A ist fehlgeschlagen. Versuchen wir Plan B. Es ist schwieriger, diesem Gefängnis zu entkommen, als es auf den ersten Blick scheint. Wir werden unsere Strafe absitzen müssen. So verging ein Tag nach dem anderen und die Mütter der Mädchen verloren ihre Hoffnung auf eine baldige Entlassung. Aber die kleine Wednesday und ihre Freundin Annette waren es nicht gewohnt aufzugeben. Thing, gib es an Annette weiter. Thing? Was ist das? Lass mich mal sehen. Ah, das ist eine Nachricht von Wednesday. Lass uns hier ausbrechen. Das würde ich gerne. Sieht so aus, als hätte Annette lange darauf gewartet, dass Wednesday es ihr anbietet. Und ihren Werkzeugen nachzuurteilen, sind die Mädchen bereit, zu drastischen Maßnahmen zu greifen. Kommen wir zum wichtigsten Teil des Plans. Autsch, das tut weh. Hilf mir. Was ist passiert? Bist du okay? Wir wollen sie nicht verärgern, aber Sie sind derjenige, dem es hier nicht gut geht, Officer. Denn Annette und Wednesday geht es großartig. Gut gemacht, Mädchen. Oh, ein Sandwich. Gerade noch rechtzeitig. Jetzt lass uns rennen. Ah, was ist hier passiert? Annette, aufwachen! Annette, der Officer ist draußen. Oh, er schläft bestimmt nur. Das bezweifle ich. Wednesday, ich habe tolle Neuigkeiten. Also macht euch bereit. Tada! Ich erwarte ein Baby. Wahnsinn! Du bist auch schwanger. Wir werden beide Mütter sein. Ich bin froh. Wie geht es dir, meine Liebe? Das Baby kickt die ganze Zeit. Er ist wahrscheinlich ein zukünftiger Fußballer. Schauen wir mal. Nun, wenn Ihre Tochter sich für Sport interessiert? Ich bekomme ein Mädchen. Ja, Glückwunsch. Wie geht es der werdenden Mutter? Also keine Beschwerden. Wednesday, schau, du trägst ein Mädchen. Nun, das sieht nicht wie ein Kind aus. Warte, wo ist sie hin? Da stimmt doch was nicht. Hey, das ist kein Spielzeug. Das ist sie, nur das Baby sieht aus, als ob es sich über etwas aufregt. So lächelt sie, wie ihre Mutter. Danke, Doc. Natürlich, jederzeit. Oh. Es ist an der Zeit, ein Kinderzimmer für meine kleine Schönheit einzurichten. Wir werden so viele hübsche kleine Blumen auf ihrem Bett haben wie möglich. Echte Prinzessinnen sollten sich in Blumen wälzen. Meine Tochter wird auch Blumen haben, besondere Blumen. Die Venusfliegenfalle wird mein Kind vor ungebetenen Gästen schützen. Das gefüllte Pikachu und die schöne Barbie sind perfekt für meine kleine Tochter. Die Plüschmonster warten schon auf mein Mädchen. Jemand wird vermisst. Jetzt sind alle da. Schauen Sie sich nur dieses niedliche Ding an. Mit so einem musikalischen Krippenmobile wird es meinem Mädchen überhaupt nicht unheimlich sein, hier zu schlafen. Das ist genau das, was man für süße Träume braucht. Mein Wiegenmobile wurde auf Bestellung angefertigt. Niemand wird jemals so etwas bekommen. Paxley, leg dich hin, ich muss das Bettchen testen. Nur eine Sache. Mami! Die Wiege ist gut.